Was geht ab, Manu Z-Fighter, Osiris hier, mit einer weiteren Folge zu Old But Gold. Aber kurz außen vorweg, Leute, heute wird es kein Livestream geben. Ihr könnt meinen Streamplan für die kommende Woche immer aus meinen Videos entnehmen, aus der Beschreibung der Videos oder bei mir auf dem Discord-Server oder aus dem Twitch-Channel. Also haltet da auf jeden Fall mal ein Auge offen. Gut, im Format Old But Gold machen wir ältere Dokkan-Events beziehungsweise auch Events, die noch nicht auf meinem Kanal sind, waren. Und dazu gehört dann quasi auch das Event vom Kaioken Blue Goku. Also nimmt das hier nicht zu genau mit dem Wort Old. Er ist quasi schon lange da, aber nicht so ein altes Event. Gehört dann eben zur Kategorie der Dokkan-Events, die noch nicht auf meinem Channel waren. Anyways, schauen wir uns mal das Event an. Was gibt es dazu zu sagen, zu wissen? Es gibt nur eine Stage auf Z-Hard Schwierigkeitsstufe und Super. Auf Z-Hard droppt die Kaioken Blue Medaille nur einmal, auf Super 7-mal. Goku hat keine Passive oder so, die wir annullieren können. Er hat natürlich höhere Stats, ist tanky, macht Schaden, weil es ein Dokkan-Event ist. Aber wir können nicht rangehen und mit einem speziellen Link-Skill seine Passive annullieren oder ihn schwächen etc. 77 Medaillen braucht man, um den Kaioken Blue zu erwecken. 35 für den Goku Blue und 35 für den Tech Goku Blue. Gegen den Kaioken Blue Goku auf Super 2? Super war es, glaube ich. Anyways, wir machen die Stage auf Super. Sind wir über 3 Runden lang im Typenvorteil, wenn wir mit einem Tech-Team reingehen. Und das werden wir auch machen, denn in der ersten Runde kämpfen wir gegen Tech-Charakter und dann auf 3 weitere Runden gegen Agility-Charakter. Deshalb habe ich mir überlegt, wir nehmen ein Free-to-Play-Tech-Team. Free-to-Play-Tech-Team, das Team sieht so aus, sie haben den dreifachen Goku. Wie ihr ihn bekommt, könnt ihr auch aus meinem Video entnehmen. Ich werde den Link auf die Beschreibung setzen. Wie ihr ihn hochbombt auf SC10, farmt und so weiter und so fort. Er gibt Tech-Type-Charakteren Key plus 3 auf 4 Attribut 30%. Das ist schon mal ein Unterschied, ja? Nur 30% statt 120. Anyways, wir werden sehen, ob wir das schaffen. Dann haben wir den Angel Goku. Er ist quasi die Vorstufe von ihm. LR Goku ist Free-to-Play-Charakter, Leute. Ist zwar ein LR, aber er ist Free-to-Play. Und genau, dann haben wir noch die Bulma hier, ebenso Free-to-Play aus ihrem Story-Event. Dieser Goku hier ist quasi auch Free-to-Play, aber er droppt nicht aus einer Stage, sondern war ein Login-Boni damals. Diejenigen, die ihn haben, können ihn auf jeden Fall ins Team nehmen. Und Candy Vegito, The Legend Candy Vegito, nehmen wir natürlich auch ins Team. Genau, Leute. So sieht das Team aus. Wie gesagt, Free-to-Play-Tech-Team, da haben wir Typenvorteil über 3 Runden. Da bin ich drauf gespannt, ob wir das hier reißen werden. Und natürlich hindert das uns nicht daran, dass unser Friend kein Free-to-Play ist. Nehmt auf jeden Fall euren Friend rein bei sowas und er gibt dann eben Super-Type, Super-Tech-Type, das ist jeder hier im Team. Key plus 3 auf 120%. Dann würde ich sagen, legen wir auf jeden Fall mal los. Alles klar. Sind wir auch schon auf der Stage. Entweder könnt ihr direkt reingehen hier mit der Wolke, dann kommt ihr direkt zum Goku oder ihr sammelt erstmal Key auf. Das werde ich in dem Fall auf jeden Fall machen. Denn wir haben einzelne Charaktere, die nicht so gute Keylink-Sits haben. Dazu gehört LR Goku. Deswegen wird die Rotation so aussehen im Team. Das sehen wir aber auch dann gleich. Darauf werde ich aufbauen. Dass wir LR Goku in eine Rotation halten. Mit... Okay, so viel haben wir nicht bekommen, leider. Mit dem Super Saiyan 2 Goku. Denn er gibt zum einen durch seine Passive Key. Aber auch hat er Family Ties als Link-Skill. Das Key plus 2 gibt. Und dass auch diesen Link-Skill auch LR Goku hat. Aber gucken wir mal, wie das Ganze hier läuft. Gut, auf jeden Fall würde ich unseren Friend in der Rotation lassen, denn er ist einer der besten Charaktere im Team. LR Goku ist in einer anderen Rotation, also würde ich... Ja, gucken wir mal, ich versuche mal den Goku hier... Den Super Saiyan 2 Goku in die andere Rotation zu bringen. Bulma, lass mal auch drin auf jeden Fall mal und dann machen wir das Ganze so, let's go. Genau. Bei der anderen Rotation muss ich mal gucken. Ja, Bulma ist tanky, Leute, unterschätzt nicht, denn sie hat eine High Chance, dass sie den Damage, den sie bekommt, um 50% reduziert. Echt, war es eine High Chance? Gucken wir gleich nach. Die andere Rotation bin ich mir gerade unsicher, ob ich den Super Saiyan 3 Angel Goku, den Free-to-Play, mit dem Angel Goku lassen soll. Oder ob ich den Friend auf jeden Fall nutzen soll. Ich würde sagen, der Friend lohnt sich auf jeden Fall da mehr, weil er quasi... Ja, wurscht, gucken wir mal. Okay, gucken wir mal. Wir testen das mal, weil der hier ist auf 100%. Und bekommt mit dem hier wirklich sehr gut, also fast jeden Link-Skill. So gut wie. Gut, aber wir sehen, es fehlen trotzdem Key. Ist das so besser für... Ja, LR Goku müssen wir... Ja, die Rotation hinzubekommen mit LR Goku wird ein bisschen schwer, wenn ich ehrlich bin. Wir lassen das Ganze mal so. Gucken kurz bei Bulma nach, ob das eine High Chance war. Natürlich hielt sie sich auch pro Rainbow den Orb, den sie bekommt. Great Chance war das, okay.
Keine High Chance, sondern Great Chance. Ihr seht schon, Elegook hat wirklich Key Struggle. Also er muss in einem guten Setup sein. By the way, er ist gestunt. Nice. Er ist gestunt gewesen. Cool. So. Was war das von der Ulti vom Angel Goku? Angel sage ich, vom dreifachen Goku. Oh, und da ist der Dodger himself. Candy Vegito. Teilt er sich links hin? Yeah, over in a flash. Das ist gut zu sehen. Nice. Okay, dann würde ich sagen, wir lassen die Rotation mal so. Zack. Geben das ab. Ja, okay. Ich habe die ganzen dem Angel Goku. Angel sage ich die ganze Zeit. Diese Gokus. Einer ist dreifach, einer ist Angel, der andere nicht. Dem dreifachen Goku gegeben. Denn pro Rainbow Orb, den er bekommt, bekommt er weitere 20% auf seinen Angriff. Okay. Wer kennt die Vegito mit den Dodges? Dazu ist er da. Mehr soll er eigentlich auch nicht machen. Zurück. Let's go. Ich würde gerne eigentlich diesen Goku hier rausrotieren, um zu gucken, wie die Free-to-Play-Rotationen funktionieren. Gucken wir, ob wir das hinbekommen. Also die Rotation ist schon perfekt. Denn wir haben einen dreifachen Goku mit dem Angel Goku. Ihr seht schon, das ist eine wirklich sehr gute Linkskill. Jetzt habe ich verpasst, ob seine Passive aktiviert ist. Denn der dreifache Angel Goku hier hat eine High Chance, dass er 180% auf den Angriff bekommt. 180% haben es schon in sich. Aber ich denke, so wie das Ganze aussieht, ist die Passive gedroppt. Wir haben im Vergleich zu seiner Vorstufe, da haben wir nur 38.000 Angriff. Bei dem sind es 27, ja, die Passive ist gedroppt. Oh, das wollen wir sehen. Ein Free-to-Play-Charakter, der mit 1.000.000 Schaden daherkommt. Sehr cool, das wollen wir sehen. Okay, und jetzt muss quasi in die Rotation dieser Goku hier kommen. Denn er hat, wie gesagt, Family Ties. Unter anderem gibt Key plus 2 für den LR Goku. Alles klar. Kommen wir auf den Ulti. Ich denke, wenn wir der soll der Golden Warrior haben. Yes, perfekt. Der gibt noch den letzten Healing Skill. Und dann kommt auch unser LR Goku zum Ulten. Leute, wenn euch das Video bis jetzt schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und wenn ihr neu hier seid, ein Abo, damit ihr auf jeden Fall nichts verpasst. Würde mich auf jeden Fall freuen. Okay. Gut. Und ihr seht schon, wir haben einen Typenvorteil und wirklich keinerlei Probleme. Auch wenn wir mit den beiden Leadern hier auf Key plus 6 insgesamt kommen und 150% auf jeden Attribut, ist trotzdem machbar. Ihr seht es. Ihr seht es. Das richtige Team, Leute. Das richtige Team macht alles aus. Wenn ihr Fragen habt zu Sachen Team, wie baut man ein Team? Ich habe ein Video gemacht. Wie baut man das richtige Team? Dokamel Teambuilder. Könnt ihr gerne mal reingucken. Ansonsten, wenn ihr jegliche Fragen habt, könnt ihr mir gerne privat nachschreiben, Leute, auf Discord, Twitter, Instagram. Twitter, Discord, Instagram, ja, die drei Sachen. Zu jeder Zeit gerne. Oh, jetzt ist der Goku. Ah, der andere Goku ist in einer anderen Rotation. Ah, okay, nee, ah, okay, ich hab's verwechselt, passt. Also wird die nächste Rotation auch passen. Haben wir hier unsere Pass getriggert? Ich denke ja. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Das Einzige, was der Angel Goku der hier nicht gibt, ist Fierce Battle. Denn, vergiss nicht, dieser hat hier Fierce Battle, sind weitere 15%. Fierce Battle als Free-to-Play-Charakter ist immer willkommen. Immer willkommen. Okay, cool. Ihr seht, Bulma hat sich geheilt. Das kommt von den Rainbow Orbs, die sie einsammelt. Oh mein Gott! Was? ...1.600.000 Crit und danach noch eine... ...hat ihn im Alleingang gerade vernichtet. Das ist quasi die Power eines Free-to-Play-Charakters. Einer der besten Free-to-Play-Charaktere, wenn nicht der beste momentan im Spiel. Deswegen, wenn ihr ein Free-to-Play-Team haben wollt... ...ist halt Free-to-Play, kann sich jeder holen. Mit einem gewissen Fleiß. Dann ist er auf jeden Fall euer Mann mit einem Free-to-Play-Tag-Team. Das Free-to-Play-Tag-Team momentan, würde ich sagen, auf jeden Fall das beste Free-to-Play-Team im Spiel. Wozu braucht man so Free-to-Play-Teams? Um quasi zum Beispiel LR Goku zu grinden oder auch LR Freezer oder auch gewisse andere Sachen. Ihr seht, Dokument-Skin ganz klar auch. Anyways, Leute, das war dann quasi das Video zum Kalken Blue Old But Gold Event. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen ein Like. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Peace.